Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich Deutsch. Ich bespreche heute die Bildung aller Zeiten und aller Personalformen für das Verb schießen. Bevor wir zur Zeitenbildung kommen, ein kurzer Überblick zum Verb selbst. Beginnend mit den drei Stammformen. Mit diesem bilden wir die verschiedenen Zeiten. Erste Stammform schießen, zweite Stammform Schuss, dritte Stammform geschossen. Wir sehen mehrere Auffälligkeiten. Einerseits haben wir einen Wechsel im Selbstlaut vom langen I zum O, vom ersten zur zweiten Stammform. Und immer wenn wir hier einen Wechsel haben, dann handelt es sich um ein starkes, unregelmäßiges Verb. Weiter sollten wir uns hier auch um die Rechtschreibung hinsichtlich der S-Schreibung kümmern. Und zwar wird die erste Stammform mit einem scharfen S nach einem langen I geschrieben, während die zweite Stammform und die dritte Stammform jeweils mit einem Doppel-S nach einem kurz ausgesprochenen O geschrieben wird. Wie immer auch vier Anwendungen. Die wichtigste zuerst. Mit dem Verb schießen bezeichnet man den Sachverhalt, dass man eine Waffe benutzt. Der Junge schießt einen Pfeil ins Ziel, wäre hier ein Beispielsatz. Zweite Anwendung betreffend Fußball, ein Tor erzielen, zum Beispiel der Mittelstürmer schoss zwei Tore. Dritte Anwendung kann man das Verb schießen als Synonym für hohe Geschwindigkeit verwenden, also wenn man ausdrücken will, dass etwas schnell fährt. Auch hier ein Beispielsatz, das rote Auto schießt gerade um die Ecke. Und schließlich die vierte Anwendung, wenn etwas sehr schnell wächst, kann man das auch mit diesem Verb benennen. Auch hier der Beispielsatz, das Gras schießt in die Höhe. Kommen wir nun zur Bildung der Zeiten selbst. Beginnen wir mit der Zeit von Präsens Gegenwart für Ereignisse, die genau jetzt in diesem Moment stattfinden. Wir haben hier eine einteilige Bildung mit der ersten Stammform und den entsprechenden Endungen. Die erste Person Einzahl, die sprechende Person, wird gebildet mit ich schieße. Die zweite Person Einzahl, die angesprochene Person, wird gebildet mit du schießt. Dritte Person Einzahl, besprochene Person, männlich er, weiblich sie oder sächlich es, er, sie, es, schießt. Die Mehrzahlformen lauten erste Person Mehrzahl, wir schießen. Zweite Person Mehrzahl, ihr schießt. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie schießen. Schauen wir uns noch die Endungen an. Die erste Person Einzahl wird mit der Endung e geschrieben. Zweite Person Einzahl ein hartes T, genauso wie in der dritten Person Einzahl. Die erste und die dritte Person Mehrzahl werden mit einem EN geschrieben und die zweite Person Mehrzahl mit einem harten T. Das war die Bildung der Zeitform Präsens Gegenwart für das Verb schießen. Einteilige Bildung mit der ersten Stammform und den entsprechenden Endungen. Kommen wir nun zur Zeitform Präteritum mit Vergangenheit für Ereignisse, die in der Vergangenheit begonnen und schon abgeschlossen sind. Hier finden wir ebenfalls eine einteilige Bildung vor, und zwar mit der zweiten Stammform und den entsprechenden Endungen. Die erste Person Einzahl wird hier gebildet mit ich schoss. Zweite Person Einzahl wird gebildet mit du schossest. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es schoss. Die Mehrzahlbildungen lauten erste Person Mehrzahl, wir schossen. Zweite Person Mehrzahl, ihr schosst. Und die dritte Person Mehrzahl, gleiche Bildung wie erste Person Mehrzahl, sie schossen. Markieren wir auch hier die Endungen, soweit vorhanden, weil schießen ist ja ein starkes Verb, unregelmäßiges Verb. Und starke, unregelmäßige Verben haben im Präteritum in der ersten und dritten Person Einzahl keine zusätzliche Endung in den allermeisten Fällen. Und das ist auch hier so. Wir haben eine Endung in der zweiten Person Einzahl mit EST und in der Mehrzahl
gleiche Bildung wie im Präsens. Erste und dritte Person Mehrzahl ein EN und zweite Person Mehrzahl ein hartes T. Das war die Bildung der Zeitform Präteritum für das Verb schießen, einteilige Bildung mit der zweiten Stammform und den entsprechenden Endungen. Eine weitere Zeitform, mit der wir die Vergangenheit abbilden können, das ist das Perfekt für Ereignisse, die in der Vergangenheit begonnen haben und noch andauern oder deren Folgen noch sichtbar sind. Wir finden hier zum ersten Mal eine zweiteilige Bildung, und zwar in den allermeisten Fällen wird das Verb schießen mit dem Verb haben im Präsens gebildet und das Vollverb im Partizip 2. Erste Person, Einzahl, hier lautet die richtige Bildung, ich habe geschossen. Zweite Person, Einzahl, du hast geschossen. Dritte Person, Einzahl, er, sie oder es hat geschossen. Die Mehrzahlformen lauten erste Person, Mehrzahl, wir haben geschossen. Zweite Person, Mehrzahl, ihr habt geschossen. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit Sie haben geschossen. Das war die Bildung der Zeitform Perfekt für das Verb schießen. Zweiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb haben im Präsens. Zweiter Teil Vollverb im Partizip 2. Die letzte Zeitform, die wir in der Vergangenheit bilden können, das ist das Plusquamperfekt, auch Vorvergangenheit genannt. Fast gleiche Bildung wie das Perfekt. Nur wird hier das Hilfsverb haben nicht im Präsens, sondern im Präteritum gebildet. Zweiter Teil, Vollverb im Partizip 2. Hinsichtlich der Verwendung, das Plusquamperfekt verwenden wir immer dann, wenn zwei Ereignisse in der Vergangenheit stattfinden für das Vorhergehende. Deshalb auch der Name Vorvergangenheit. Die erste Person Einzahl wird gebildet mit Ich hatte geschossen. Zweite Person Einzahl, du hattest geschossen. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es hatte geschossen. Die Mehrzahlformen, erste Person Mehrzahl, wir hatten geschossen. Zweite Person Mehrzahl, ihr hattet geschossen. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit Sie hatten geschossen. Das war die Bildung der Zeit von Plusquamperfekt, Vorvergangenheit für das Verb schießen. Zweiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb haben im Präteritum. Zweiter Teil Vollverb im Partizip 2. Kommen wir nun von der Vergangenheit zur Zukunft, also für Ereignisse, die noch gar nicht stattgefunden haben. Hier finden wir ebenfalls eine zweiteilige Bildung vor. Erster Teil Hilfsverb werden im Präsens, zweiter Teil Vollverb im Infinitiv. Erste Person Einzahl wird gebildet, ich werde schießen. Zweite Person Einzahl, du wirst schießen. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es wird schießen. Die Mehrzahlbildungen, erste Person Mehrzahl, wir werden schießen. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet schießen. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit Sie werden schießen. Das war die Bildung der Zeitform Futur 1, Zukunft 1 für das Verb schießen. Zweiteilige Bildung, erster Teil Hilfsverb werden im Präsens. Zweiter Teil, Vollverb im Infinitiv. Kommen wir nun zur letzten Zeitform, die wir im Indikativ, also in der Wirklichkeitsform, bilden können. Das ist das Futur 2, auch vollendete Zukunft genannt. Einzige Zeitform mit einer dreiteiligen Bildung. Erster Teil, Hilfsverb werden im Präsens. Zweiter Teil, Vollverb im Partizip 2. Und dritter Teil, Infinitiv von haben. Die erste Person Einzahl bilden wir mit Ich werde geschossen haben. Hier überlegt man sich die Folgen, wenn man schießt. Man hat noch gar nicht geschossen,
aber man macht sich Gedanken über die Folgen. Zweite Person Einzahl wird gebildet mit du wirst geschossen haben. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es wird geschossen haben. Erste Person Mehrzahl, wir werden geschossen haben. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet geschossen haben. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie werden geschossen haben. Das war die Bildung der Zeit von Futur 2, Zukunft 2 für das Verb schießen. Dreiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverben im Präsens. Zweiter Teil Vollverb im Partizip 2. Und der dritte Teil das Infinitiv von haben.